Stimme aus dem Kissen. Ich hab euch etwas mitgebracht. Hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen. Ich singe bis der Tag erwacht. Ein heller Schein am Firmament. Mein Herz brennt! Mein Herz brennt! Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1, mit Unterstützung von Zeddy. Das ist der junge Mann rechts von mir. Und zwar habe ich euch einen Glitch, wie ihr zerstörte Autos fahren könnt. Und den habe ich und Zeddy noch ein bisschen ausgebaut, dass der noch ein bisschen besser ist, als dass man nur 10 Sekunden damit fahren kann. Was müsst ihr dafür tun? Einer von euch beiden, also ihr müsst es zu zweit machen. Also einer und ein Kumpel und ihr müsst beide den VIP-Status annehmen. Und der andere natürlich als Leibwächter engagiert sein. Habt ihr das soweit? Geht ihr einfach mal her und gammelt euch irgendein Fahrzeug von der Straße. Das darf aber noch nicht geknackt sein. Also das muss so dastehen wie dieses weiße Auto hier. Dann geht euer Kollege her und klatscht eine Haftbombe aufs Auto. Und dann ist es eine kleine Timing-Sache. Nämlich, ihr knackt das Auto. Und sobald ihr auf den Fahrersitz rüberrutschen will, müsst ihr das Auto hochjagen. Oder euer Kollege muss es hochjagen. Und dann ist es wie aus Zauberhand, dass ihr dieses Auto fahren könnt. Das Ganze hält ungefähr, sagen wir mal, zwischen 10 und 30 Sekunden. Aber Zeddy und ich haben einen Trick gefunden, wie das Auto länger fahrbar ist. Und zwar, ich zeige jetzt mal kurz, wie lange das Auto hier im Ganzen sich am Leben erhält. Ja, da schleppt sich's noch ein bisschen rum, aber jetzt geht's vor die Hunde. So, das war's. Das waren jetzt ungefähr so 20 Sekunden im Ganzen. Und jetzt zeigen wir euch eine Version, wie das Auto länger hält. Und zwar, gleiches Spiel wie eben. Einsteigen, jetzt explodieren lassen. Über die Haftbombe vom Kumpel. Und dann geht euer Kollege her und löscht euch mit der Feuerwehr. So, ihr seht jetzt gleich, das Feuer ist gelöscht. Und nun ist dieses Fahrzeug mindestens eine Minute lang fahrbar. Wir haben es sogar hinbekommen, dass das Auto 3 Minuten fahrbar war. Wir wissen jetzt nicht, ob es am Auto lag oder ob es einfach nur Zufall war. Zumindest das Auto, was wir hatten, das war so ein Elektrofahrzeug. Ich habe das jetzt oben links mal eingeblendet, wie lange ich mit dem Auto fahren kann. Und ja, ihr seht jetzt hier, ich fahre jetzt mit diesem Auto runter von hier bis zum Helikopterflugplatz, ohne dass das Auto in irgendeiner Weise hops geht. Also das ist der Tipp von mir und Zeddy, gammelt euch eine Feuerwehr und löscht das Auto gleich, dann habt ihr 10-mal mehr Fun bei der ganzen Sache. Also wie ihr jetzt seht, das Auto fährt immer noch und das hält sich jetzt, bis ich unten beim Helikopterflugplatz angekommen bin und dann geht es leider vor die Hunde. Aber oben links im Bild seht ihr, dass das Fahrzeug, wo da oben gezeigt wird, immer noch fährt und immer noch fährt und immer noch fährt. Und ich sag ja, das Auto ist bestimmt 3 Minuten lang gefahren. Wir wissen nicht, ob es am Auto lag, ob das Elektroauto sein muss oder nicht. Oder ob es nur Zufall war. Das kann ich euch nicht sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ihr das Fahrzeug mit einer Feuerwehr löscht, habt ihr dreifach mehr Spaß bei der Sache. Jetzt seht ihr, ist meinem Minivan oder Mini oder wie auch immer die Schüssel hier heißt, der Saft ausgegangen leider. Jetzt zeige ich euch das eben in klein angezeigte Fahrzeug nochmal in groß, wo ich immer noch damit spazieren fahre und habe sogar nur 2 Reifen drauf.
Ganz witzig eigentlich. Ich drehe jetzt hier noch ein paar Runden und auch dort geht mir dann leider der Saft aus. So, Ende Gelände. Das hat jetzt in etwa, ja, so 2-3 Minuten hat es locker gehalten. Also ihr seht, so kann man den Spaß an der Sache noch ein bisschen herauszögern. Ganz witziger kleiner Funny Glitch. Würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet. Würde mich freuen. Und wenn ihr das erste Mal bei mir seid, lasst mir doch ein Abo da. Dann bedanke ich mich bei Zeddy für die Hilfe im Video. Und ich bin raus. Euer Lurche Nummer 1. Macht's gut. Bye.